Ja, hallo meine Freunde und da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play. Heute ist Nikolaus und ein ganz besonderer Tag für euch und auch für mich. Ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt, allerdings werdet ihr noch mehr beschenkt von mir mit einem neuen Game. Die Spiel speichert Daten an bestimmten Punkten, wie immer. Aber das Zeichen ist geil, es geht gleich so. Oh, wir konnten es nicht sehen. Und zwar Far Cry 3. Ja Leute, ich hatte zwar letzte Woche schon mal versprochen, dass das rauskommt, aber ging leider nicht früher, deswegen musste ich das jetzt leider machen. So, dieses Spiel ist episch. Ich habe es gerade eben schon mal versucht zu spielen. Hat auch funktioniert. Die Engine hat alles funktioniert, perfekt. Alles hat perfekt aufgenommen. Nur der Sound war ein bisschen zu laut, deswegen muss ich das jetzt neu machen. So, es gibt drei Schwierigkeitskategorien. Einmal der Abenteurer. Ja, ein einfaches Spielerlebnis für Spieler mit wenig Ego-Shooter-Erfahrung. Nee, das ist immer sich. Das ist immer nicht ein Ego-Shooter-Erlebnis für den erfahrenen Spieler. Das ist immer eine Herausforderung, für die du all deine Fähigkeiten meistern musst. Nee, ich gebe das schwer und irgendwie qualmt der Kopf. Das ist mir irgendwie unsympathisch. So ein bisschen Sniper und so gefällt mir doch immer. Die Fähigkeit schwerer Niederschlag ermöglicht dir, einen schweren Gegner per Takedown auszuschalten. Ist doch total genial. Was will man denn mehr? Ja, so. Beachte, lädt, jagen, siege, Krieger. Sturmgewehre sind hervorragend auf mittlere Distanz, aber nicht geeignet für Schleichmanöver. Okay, also wissen wir, dass wenn wir schleichen wollen oder irgendwie was anderes der Art, müssen wir zu unseren Handpistolen greifen. In another moment. Down went Alice after it. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch gesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder rauskommen könnte. Aha. Lol. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Okay. Cool, okay. Ich halte mal meinen Mund. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Ja, ja. Ah ja, geil. Die Jungs waren sehr cool. Hä, wer ist das denn? Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben, weil ihr zwei Weißbrote echt teuer ausseht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten. Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf was rein. Was hat der denn da gemacht? Eigentlich. Da ist unser Freund. Okay, also wir sind hier, so wie es aussieht, in einem Psychopathenlager gelandet. Und dieser Spaten will uns irgendwie was tun. Und ja, wir hatten davor richtig viel Spaß. Wir sind wahrscheinlich auf einer Urlaubsinsel. Und ja, das ist unser Freund, der sich befreit hat. Cooler Mann. Oh, Schlitz. Okay. Dreckiger Pisser.
verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Also, so wie es aussieht, sind wir hier komplett aufgeschmissen. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? Oh, yo, okay. Krass. Typ legt ja direkt richtig los. So was bringen sie einem in der Armee bei. Krasser Junge. Nicht schlecht. Grafik sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Folge mir. Ja, ich bin doch schon on Tour. Ah, hallo, du kleine dumme Leiche. Okay, wir sind hier also im Dschungel. Wir müssen ihnen folgen. Eklig, hier hängen tote Menschen. Bah. Bist du okay? Naja. Auf C kann man sich also ducken. Nicht schlecht. Ja, komm. Ah, ja, okay. Aha, okay, also seine Eltern haben Geld und dadurch... Wutzelschweinchen, geil. Cool. Haha, es stinkt und es frisst. Nicht schlecht. Upsala. Noch ein Schwein. Oh, shit. Hä? Oh, cool. Super. Genial. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das von neu passiert. Aber... Shit, ich hätte nicht aufstehen sollen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, klappt schon. Klappt, Leute. Ah, okay. Also wir müssen ihm wieder folgen. Hehe, geil. Spiel angefangen, schon mal richtig fett gefailt. Bist du okay? Ja, wir sind okay. Okay, unten. Okay, wir sollen also unten bleiben. Aber wer hat uns gesehen? Wutzelschweinchen? Okay. Cool. Hier gibt's Haschisch und Marihuana. Ha. Okay. So, wir sind jetzt um die Ecke. Hochgehen dürfen wir immer noch nicht. Ich bin doch schon dran. Oh nein. Hunde. Scheiße. Komm, lauf. Okay. Ja. Ein Typ, der sich um Schwein kümmert. Ist auch was. So. So. Gut, dass die Hunde jetzt ihren Mund gehalten haben. Und das wäre, glaube ich, unser Tod gewesen. Ab durchs Haus. Treppchen hoch. Kurz aufschließen. Rein da. Ah, Kamera. Hier gibt es ja alles von uns. Messer. Vielleicht sollen wir was nehmen. Okay. Mache Meldung. Cool. Feuerzeug hat das Handy, will ich auch. Das ist geil. Kamera. Hey, ist einer on? Dass wir auch so viel unbemerkt mitnehmen können. Das muss doch total viel Krach machen. Naja. Okay. Oh fuck. Mhm. Das ist also eine Wache. Halt an, was? Okay. Jetzt? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Okay. T wirf einen Stein auf dieses Objekt. Okay. T. Bam. Bounce. Back. Ah, der Spaten. Cool. Okay. Ey, das ist doch total genial. Los. Nicht schlecht. Okay. Ich komme. Okay. Scheiße, Mann. Komm, ich will da rein. Ah, cool. Wow. Yay. Fletch. Wer ist da? Oh, scheiße. Wow. Wow. Okay, der Typ jetzt drauf. Nicht schlecht. Der Typ hat's wirklich drauf. Geil. Den coolen Freund. Sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Okay. Also reiß dich zusammen. Okay. Verstanden. Okay. Tut mir leid. Ganz ehrlich, was? Pedoblick. Okay. Dem Typen weiter hinterher. Hallo, du bist tot. Hä? Oh, mein Herz, hast du zu viel? Okay. Oh Gott. Ah, der Spaten. Mann. Was machen die denn da? Oh, scheiße. Der schießt sie alle ab. Das ist eine super Nummer. Okay. Ein bisschen springen. Ah, cool. Wir springen hier also hoch. C hocken. Ah, wir können denen doch mal Hallo sagen. Ich will auch Fernsehen gucken. Ab in die Marihuana-Büsche. Ah, das ist doch wirklich... Das ist wirklich Marihuana. Okay. Cool.
Nicht schlecht. Ah, ist wieder ein Spaten. Wieder Steinchen werfen. Stein, T, Bäm. So. Jetzt haben die sich umgedreht. Komm, lauf, Dicker. Lauf. Wir gehen. Okay. Lauf. Okay, hier backt sich auch nichts. Das gefällt mir sehr. Dafür, dass wir gerade eben gefällt haben, war das irgendwie ein bisschen bitter. Aber naja, klappt schon, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Also wir müssen hier vor diesen Leuten fliehen und unsere Freunde finden, so wie es aussieht. Und da ist ein Rädchen. Oh, wie süß. Eine weiße Ratte. Cool. Alter, warum läufst du eigentlich so schnell? Das gefällt mir nicht. So. Komm, lauf. Jetzt gebe ich es dir von hinten. Lauf. Komm, lauf. Dadurch. Aha. Nicht schlecht. Okay. Das nächste Auto kommt. Oder? Ih, es fällt über uns drüber. Ah, der Matsch kommt von oben. Okay. Cool. Hier sind Klamotten auf dem Boden. Nicht schlecht. Sieht aus wie gezeichnet. Da lag ein BH. Hehe. Okay. So. Ah, jetzt sind wir. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Nicht schlecht. Ah, cool. Karte. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Okay. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Cool. Und dann geht's nach Hause. Wow. Wow, scheiße. Oh nein, unser Freund. Nein, wir sterben. Wir sterben, Digga. Bleib bei uns. Bleib bei uns, mein Freund. Halt durch, Grant, halt durch. Scheiße. Ich glaube, der geht von uns, oder? Nein, nein, nein. Nicht sterben. Ich hab dich lieb gewonnen. Ohne dich sterben wir. Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Oh nein. Ich gebe dir 30 Sekunden. Ist tot. Wie? Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich... Na los. Was, bist du taub? Wie? Ich sag auf, verfickte Mann, du feiger Sack. Wie, der lässt uns laufen? Ah, da sind Hunde. Okay, ab dadurch. Wow. Ah, die Grafik ist schon mal richtig schön. Wow. Und hinter uns sind Hunde, denke ich mal. Lauf in den Dschungel. Okay. Ich bin doch schon on Tour. Was soll ich denn machen? Scheiße, ich höre die Hunde. Das ist irgendwie eklig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber naja, dass wir nicht getroffen werden, ist ein Wunder. Oh, yo. Okay, ab hier runter. Nicht schlecht. Aha. Okay. Wir slitschen und gleiten und einfach gut. Bam. Voll auf die Nuss. Sind wir ohnmächtig? Wir waren ohnmächtig. Aber die Graseffekte sind schon mal geil. Nicht schlecht. Renn, Dicker. Renn. Renn um dein Leben. Ja, hinter uns sind, glaube ich, die Hunde. Das hört sich zwar nicht so an, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ist. Und wir sprinten jetzt einfach mal und können, so wie es aussieht, vor denen fliehen. Juhu, wir werden wieder fast nicht gesehen. Lauf! Okay, das hat sich gerade eben angehört wie so ein Bär. Oh, ein Bär von rechts. Wie eklig. Lauf! Lauf, Dicker. Ab hier rüber. Komm. Klettere an den Pflanzen hoch. Okay. Hoch da, komm, mach hinne. Komm, zieh. Nein, wir wurden getroffen. Scheiße. Komm, zieh dich hoch, Dicker. Hab die Eier. Lauf. Renn um dein Leben. Wir haben nichts anderes. Ja, und dieses Reh hat uns den Weg blockiert. Komm schon, bitte sei das das Ziel. Ah, okay. Sie sind weg. Cool. Können wir jetzt hier unten chillen? Hier ist nichts. Oder kommt da was? Nee, da kommt nichts. Gut. Jetzt irgendwie Angst hier. Oh, yo, scheiße. Okay. Fuck, fuck, fuck. Ah, stirb, Dicker. Stirb, stirb, komm, 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 stirb. Cool, Schlitz. Nimm das Messer, du Idiot, da haben wir mindestens eine Waffe. Komm, nimm das Messer. Nimm das Messer, Dicker. Ach, nimm dir das Messer nicht, sondern wir müssen weiterlaufen. Na, super Nummer. Okay, scheiße. Jetzt sind aber Hunde hinter uns, oder? Wow. Ficken. Aua. Ah, der Hund hat uns getroffen. Scheiße. Quere die Brücke, wir schaffen das. Okay. Bam, 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 bam. Was mit den Hunden? Die bringen ihre eigenen Hunde um. Okay. Bam. Scheiße, wir fallen hier runter. Oh nein. Aber zum Glück sind wir im Wasser gelandet. Ubisoft präsentiert. Ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Man kann dazu einfach nur sagen, ich weiß es jetzt schon, eine Ubisoft Montreal-Produktion. Geiles Game, geile Grafik, geile Handlung, geile Musik. Ja, bisschen laut, denke ich mal, aber ich hoffe, man kann mich immer noch verstehen. Muss ich das in den nächsten Parts anders aufnehmen. Aber ich denke, das wird klappen. Far Cry 3. Geiles Game. Von hier diese Waffen. Und mit dieser merkwürdigen Zwille da unten. Irgendwie smiled irgendwie so merkwürdig.
Die spielen mich ein wenig an Assassin's Creed 3. Ich weiß zwar nicht warum, aber naja, es wird wohl wahrscheinlich an Ubisoft liegen. Mit dem Tod von oben, Takedown, kannst du dir von oben auf bis zu 2 Gegner unter dir springen und sie beide töten. Cool. Nicht schlecht. Dann wissen wir, was wir machen können. Immer wenn wir irgendwelchen sehen, ist es Creed-like rauf. Okay. Cool. Und du wirst die Antwort finden. Okay. Eine Todespuppe. Oder was sie ist, keine Ahnung. Ah, wir träumen. Ah, wir wissen nicht, wo wir sind. Ein Affe. Ih, auf uns wird drauf rumgehackt. Wirklich. Hallo. Du bist wach. Nee. Na, vielleicht nicht ganz. Sehr intelligent. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Hä, hey, warum ist die Synchronisation so eklig? Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Okay. Wahnsinn. Lol. Ein Messer. Cool. Nimm's dir, schließ ihn ab. Oh. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ja, aber irgendwie nee. Lass mal besser. Wir machen lieber Peace, Bruder. Ist besser. Ich heiße Dennis. Tag, Dennis. Wie geht's? Wir sind Jason. Jason. Oh, cool, ne? So, jetzt haben wir ein Messerchen und jetzt können wir ihn abschlitzen. Bangau. Schlitz ihn ab. Labalaba. Was labert er denn? Was? Der Reihe, der Labalaba? Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Okay. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Aha, sehr interessant. Dass ich das gar nicht wissen will, aber... Okay. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und 4 andere Freunde finden. Komm. Hilf mir also? Ich werde dich befreien. Cool. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Yo, ich verkauf dir was, Dicker. Dann wirst du es von alleine schaffen. Peace, Bruder. Wie sieht's aus? Richtig cool. Ah, Black Screen. Geil. Wie bin ich hergekommen? Partymeile. Ich hab dich okay. Am Strand gefunden. Eklig, hör auf mich anzupacken. Willkommen in Amanaki, Freund. Amanaki. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der was lebend entkommen konnte. Hey, Party. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Okay. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Okay. Was ist das denn für eine eklige Lache? Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ironisch. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Player. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Und die wäre? Hier. Geld für Waffen. Das ist Cashman. Oh, du willst deinen Bruder retten, richtig? Was ist denn da eigentlich für ein Ding am Hals? Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Geil. Woher weiß der Spartan eigentlich, dass er aus Amerika kommt? Ah, der General Store. Da sollen wir uns, glaube ich, Waffen kaufen. Denke ich mal. Überquere die Brücke. Gemacht. Kaufe eine 1911 Faustwaffe im Geschäft. Nee. Hallo Leute. Ja, hallo, wie geht's? Nee, so schön finde ich euch auch nicht. Ah, nee, da will ich jetzt auch nicht mitmachen. Ah, hier gibt's Flashdance. Ich habe im letzten Part ja schon mal versucht aufzunehmen und da ist mir was ganz Lustiges aufgefallen. Hier gibt's in dem Dorf nämlich Speedhühner. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr so ganz, wo sie sind, aber es gibt auf jeden Fall welche. Die sind eigentlich total lustig. Da können wir nicht hin. Auf jeden Fall können wir hier die schönen Grasdetails. So. Ich glaube, hier war das irgendwo. Ne, hier war das Boot. Ja, genau dahinter war es. Also ist hier das Boot schön zum Ankern und Enkern und zum Kack. So sieht's aus. Ah, hier gibt's die Speedhühner. Hallo Hühnchen, wie geht's euch? Ach ne. Ah, guckt euch das an. Njom. So. Njom, die sind unnormal schnell. Guckt euch das mal an. Die rasen hier richtig. Wie bei Formel 1. Da ist Vettel. Obwohl, ne, Vettel ist nicht braun. Vettel ist was. Njom. Und davor ist hier Hamilton. Komm, hol ihn ein, du dummes Huhn.
Komm, Vettel, Vettel, auf der Zielgeraden. Oh, cool. Ja, okay. Nee, lassen wir das lieber. Aber das sind auf jeden Fall Speedhühner, wie die hier durch die Gegend curven und cruisen und so. Und jetzt gehen wir hier erstmal wieder rüber in die Partymeile. Weil für diesen Part, denke ich, ist noch. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ist ein bisschen langweilig, wenn das hier so alles war. Hier gibt es die Trommler. So, hier gibt es die Sonnentänzer. Holalala, holalala, holalala. Und die wackelt mit ihrem Hintern. Naja, und hier, was macht ihr denn Schönes? Vielleicht gibt es hier eine schöne Geschichte. Okay. Ah, weit weg war mal was. Ah, ja, okay. Nuss. Ah. Eichhörnchen nähert sich mühsam von hinten. Ah, ja, okay, das geht eindeutig um ein Eichhörnchen. Aber pass auf, Dicker. Jetzt geht's los. Oh, ja, genau, pass auf. Das Eichhörnchen pirscht sich an und die Nuss explodiert. Bam, alles platt. Auf einmal, bam, richtig schön. Halt, stopp, Dicker, ich erzähle dir jetzt noch was. So, halt, stopp. Schön, das Eichhörnchen nähert sich, reißt die Nuss raus und alles ist getan. Hast du echt gut gemacht, Bruder. Echt Respekt, muss ich sagen, aber wie soll das denn alles funktionieren? Auf diesem ganzen großen Baum, tanzt es wie eine Diva und dann kommt das Mämmchen und das Weibchen und dann treiben sie es miteinander und dann hinten rum und Nuss raus und so. Ach, wir bleiben da. Ja, jetzt wird es zu intim. Und ja, Leute, hier gibt es das schöne, leckere Grillschweinchen, wobei wir beim nächsten Part was essen werden. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nikolaus, denn heute ist ja der 6. Dezember. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Tobi von GOP, Far Cry 3. Und ja, habt viel Spaß dabei und haut rein, meine Freunde. Ciao!